Mein heuriges Osterspecial beginnt mit einem Aprilscherz, genauer gesagt mit Josef Haydn, der kein solcher sein wollte und deshalb sein Geburtsdatum auf den 31. März vorverlegen ließ. Begraben ist er hier in diesem Mausoleum in der Eisenstädter Bergkirche. Betrachten wir auch das sonstige Innere dieser Kirche. Eine weitere Art, dem Volk die Passion Christi nahezubringen, waren die sogenannten Fasten- oder Osterkrippen. Auch eine solche finden wir in der Eisenstädter Bergkirche. Thank you.
noch etwas größere Fasten- oder Osterkrippe gibt es in Mühlbach am Mannhardsberg, genauer gesagt in der katholischen Kirche St. Martin. Und auch diese möchte ich euch jetzt präsentieren. Thank you.
Musik.